Das erste große Panel der diesjährigen CitizenCon im Jahr 2023 beschäftigt sich mit der Star Engine, der Engine von Star Citizen, die Cloud Imperium entwickelt hat auf Basis der Lumberyard Engine. Und aus diesem Grund habe ich mir gedacht, wir gucken uns das Thema Engine zur Vorbereitung mal etwas genauer an. Woher stammt eigentlich das Wort Engine? Warum ist sie für Spiele-Engines so wichtig? Was sind die Herausforderungen bei der Entwicklung einer Engine? Kann eine Engine eigentlich veralten? Und was macht die Star Engine von Cloud Imperium eigentlich aus? Diese und noch viele Fragen mehr beantworten wir im Rahmen dieses Videos. Und neben den Recherchen haben mich tatkräftig unterstützt Anoptanium und Angu Gontal. Ganz, ganz lieben Dank für eure Durchsicht des Skriptes, die vielen Korrekturen, Ergänzungen, Vorschläge. Ohne euch wäre dieses Skript nicht entstanden. Ja, und jetzt wünsche ich allen mit diesem vorbereitenden Video auf das Engine-Panel der CitizenCon viel Spaß. Engine stammt aus dem Englischen und bedeutet Motor. Ein Motor ist, nach unserem alltäglichen Verständnis, eine Maschine, die Energie aus einem Kraftstoff in mechanische Energie umwandelt und als Ergebnis Bewegungsenergie erzeugt. Also, eine Engine setzt Dinge in Bewegung. Tatsächlich ist das Wort Engine relativ neu. Im Laufe der Entwicklung der Menschheit wurden nicht nur Technologien und Geräte neu erfunden. Im selben Zug entwickelte sich auch die Sprache weiter, denn wir Menschen müssen möglichst eindeutig verstehen, worüber wir sprechen. Die Engländer sind hier besonders flexibel, was die Weiterentwicklung ihrer Sprache betrifft. Sie waren schon immer gerne bereit, neue Begriffe zu erfinden und zu prägen, alte Bedeutungen zu ändern oder auch komplett zu streichen, wenn sie sich als nicht mehr nützlich erweisen. Nicht umsonst ist die englische Sprache die mit dem zweitreichsten Sprachschatz und bekannt für seine große Vielfalt an bisweilen sehr fein nuancierten Begriffen. Mit 700.000 Wörtern im Oxford English Dictionary ist es aber immer noch eine vergleichsweise wortarme Sprache, wenn man dem entgegen die arabische Sprache sieht, die mit sage und schreibe 12 Millionen Worten die tatsächlich wortreichste Sprache dieser Welt ist. So haben sie 80 verschiedene Begriffe für Honig und 1000 verschiedene Worte für Kamel. Tatsächlich aber wird angenommen, dass etwa nur 10% dieses enormen Wortschatzes aktiv gesprochen wird, womit dann die englische Sprache wieder die Spitze der wortreichsten Sprachen einnimmt. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen der Wortschätze ist das, oder? Wir Deutschen begnügen uns übrigens mit ca. 75.000 aktiven Wörtern, wobei unser theoretischer Wortschatz mit 350.000 bis 500.000 deutlich größer ist. Aber nicht umsonst gelten wir international als effizient, auch in der Wortwahl. Deshalb ist für uns auch der Motor der Motor. Im englischsprachigen Raum allerdings gibt es den Begriff Engine und den Begriff Motor. Das Oxford English Dictionary definiert Motor als eine Maschine, die ein Fahrzeug oder ein anderes Gerät mit beweglichen Teilen antreibt. Eine Engine hingegen ist, recht ähnlich, eine Maschine mit beweglichen Teilen, die Kraft in Bewegung umwandelt. Der Begriff Motor hat seine Wurzeln im lateinischen movere, sich bewegen. Es bezog sich zunächst auf die Antriebskraft und später auf die Person oder das Gerät, das etwas bewegt oder eine Bewegung verursacht. Als es im 19. Jahrhundert im Zuge der industriellen Revolution immer mehr Dampfmaschinen, Lokomotiven, Dampfschiffe und erste motorisierte Kutschen gab, suchten die Menschen für die Mechanismen, die diese Maschinen antreibt, einen neuen Begriff. Der Begriff Motor, der sich aus dem Konzept der Bewegung ableitet, war die logische Wahl. Engine wiederum stammt aus dem lateinischen Ingenium und bedeutet vielmehr Charakter, geistige Fähigkeit, Talent, Intellekt oder Klugheit. Auf seinem Weg durch das Französische und hinein ins Englische wurde das Wort zu einem Synonym für Einfallsreichtum und Erfindungsgabe, aber auch
Bosheit. Denn im Mittelalter wurden auch Folterinstrumente oder Bilden bzw. Trebuchets als Engine bezeichnet. Später, ebenfalls in der Zeit der industriellen Revolution, näherten sich die beiden Begriffe an. Engines waren zunächst elektrische Maschinen. Die Wurzeln hierzu gehen wohl in das Jahr 1822 zurück und zu Charles Babbage, der seine Rechenmaschine liebevoll Engine nannte. Heute sind beide Begriffe recht austauschbar, beziehungsweise verschwindet der Begriff Motor aus dem englischen Sprachgebrauch immer weiter, während das Wort Engine sozusagen die Alleinherrschaft anstrebt, als Wort nicht nur für Verbrenner und Elektromotoren, sondern auch für Computerprogramme. Eine Engine im Sinne des Ingenieurswesen treibt also etwas an, bringt etwas in Bewegung, ist sozusagen das Bewegungskernelement eines größeren Objekts. Computer-Engines vereinen beide zuvor erwähnten Aspekte. Sie bringen etwas in Bewegung, sind der Antrieb für ein größeres Programm und sie vereinen gemäß Ingenium, Intellekt und Einfallsreichtum, denn es benötigt herausragende Entwickler, um solche Engines zu programmieren. Eine Software-Engine ist also ein Computerprogramm oder ein Teil eines Computerprogramms, das als Kernstück einer größeren Software dient. Wie kam es überhaupt dazu, dass mit der Entwicklung eines einheitlichen Programmfundaments, einer Engine, begonnen wurde? Ihr könnt es euch vermutlich inzwischen denken. Spiele-Engines wurden entwickelt, weil man gemerkt hat, dass grundlegender Programmcode von jedem Spiel benötigt wird. Der gemeinsame Nenner sozusagen. Mit einer Engine als Grundlage eines geplanten Programms oder Computerspiels musste man jetzt nicht mehr immer alles von Neuem erstellen, sondern konnte diese Codesysteme wiederverwenden und oder weiterentwickeln. Tatsächlich ist die Arbeit mit Engines jünger, als wir vielleicht annehmen. Erst im Januar 1993 gab ID Software eine Pressemitteilung über ihr kommendes Spiel Doom heraus. In ihr formulierten sie einige bescheidene Behauptungen, indem sie schrieben, dass ihr Spiel eine technische Revolution in der PC-Programmierung einläuten würde und dass es die Grenzen dessen, was man auf zeitgenössischen PCs für möglich hielt, verschieben würde. Die Pressemitteilung enthielt auch ein Zitat von John Carmack, der behauptete, dass die ID-Engine mit 35 Frames pro Sekunde das schnellste Texture-Mapping überhaupt biete. Sie hatten nicht zu viel versprochen. ID Software hielt mit Doom alles, was sie in der Pressemitteilung angekündigt hatten. Durch den zudem geschickten Zug, die ersten zwei Level als Shareware umsonst über Zeitschriftenmagazine zu verteilen, das Internet war damals noch weit, weit entfernt von einer Nutzung zum Download größerer Datenmengen, verbreitete sich Doom rasend schnell und wurde schon kurze Zeit später von Millionen Menschen gespielt. Auch heute noch, 30 Jahre später, gilt Doom als Meilenstein der Spielekultur. Doch nicht nur das, denn das Wichtigste war eigentlich die für das Spiel verwendete Engine. Ob gewollt oder nicht. Obwohl es bereits zuvor Engines gab, die ersten Engines der 1980er Jahre waren unternehmens- oder plattformexklusiv und wurden kaum distributiert, wie die Side-Scrolling-Engine, die von Shigeru Miyamotos Team bei Nintendo für das Nintendo Entertainment System, NES, entwickelt wurde, schuf ID Software ein neues Verständnis der Computerspieleentwicklung. Die Verwendung und Wiederverwendung einer einheitlichen Codebasis, um neue Spiele zu entwickeln, die einen gemeinsamen Kern haben, auch als Engine bekannt. Engines treiben heute die Entwicklung einer verwirrenden Vielzahl von Spielen für eine fast ebenso verwirrende Anzahl an Plattformen an. Schon die Anzahl an möglichen PC-Konfigurationen ist quasi unendlich. Es haben sich jedoch einige große Engines bis zum heutigen Zeitpunkt maßgeblich etabliert. Dazu gehören die Unreal Engine, die Unity Engine, die CryEngine, die Frostbite Engine, die Open3D Engine und die Godot Engine. Die ID-Tech-Engine gibt es übrigens bis heute und wird vor allem für weitere eigene Entwicklungen der Reihen Doom, Quake und Wolfenstein genutzt.
Hinsichtlich der Entwicklung eines Computerspiels wird also eine Spielengine genutzt, um, einfach gesagt, darum herum das gewünschte Spiel zu erstellen. Die Engine enthält den Programmcode, was bedeutet, sie beeinflusst, wie das Spiel funktioniert. Eine Grafik-Engine beispielsweise führt alle Berechnungen durch und leitet diese Änderungen anschließend an die Rendering-Engine zur Ausgabe weiter. Es liegt also ein altbekannter Prozess zugrunde: Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe. Oder anders formuliert, die Grafik-Engine bekommt eine Eingabe durch einen Befehl der Spiel-Engine. Sie führt die notwendigen Berechnungen durch und gibt die Ergebnisse weiter über die Render-Engine auf den Monitor, ergo Ausgabe. Jetzt werdet ihr euch fragen, warum braucht man so eine Engine? Sie ist doch, wie der ganze Rest, eigentlich nur Programmcode. Das ist richtig. Theoretisch kann man jedes Programm, jedes Spiel von Grund auf entwickeln mit seiner eigenen Kernlogik. Aber das ist sehr zeit- und somit ressourcenintensiv und damit teuer. Genau wie bei Autos, wo bei unterschiedlichen Herstellern dieselbe Plattform oder sogar derselbe Motor verwendet wird, wird bei unterschiedlichen Herstellern von Computerspielen dieselbe Engine verwendet. Das spart eine Menge Arbeit und man kann gleich beginnen, das Drumherum zu schreiben. Das bedeutet, im Grunde genommen gibt es keinen Unterschied zwischen einem Stück Programmcode und einer Engine, denn die Engine besteht letzten Endes auch nur aus Programmcode. Aber aufgrund der in sich geschlossenen und dokumentierten Struktur sind Engines nicht nur ein Motor, sondern auch ein Werkzeug, um Spieleentwicklern mehr Zeit zu verschaffen, sich auf die Elemente ihres Spiels zu konzentrieren, zum Beispiel das Aussehen der Figuren, die Mimik, die Modelle und die Art und Weise, wie die Einheiten und Objekte des Spiels interagieren. Bevor es Spiele-Engines gab, war das Entwickeln von Spielen also bedeutend schwieriger. Es bedeutete, dass alle Spiele von Grund auf neu entwickelt werden mussten, was viel mehr Zeit in Anspruch nahm und sehr teuer war. Warum sind Spiele-Engines wichtig? Genau wie beim Motor eines Autos kommen die Endbenutzer, also wir Spieler, mit der Engine im Regelfall nicht in Kontakt. Vielmehr steuert sie alles, was wir eingeben, steuert Datenflüsse und sorgt für die korrekte Prozessausführung im Hintergrund. Im Gegensatz zum Auto aber kann ein Computerspiel von mehreren Engines gesteuert werden. Denn die Aufgabenbereiche einer Engine sind vielfältig. Sie ist zuständig für die Berechnung von Eingabenzuordnung und Prozesssteuerung, Audiosteuerung, künstliche Intelligenz, Physik- und Kollisionsberechnung, Rendering, vorgegebene Skriptbausteine und vieles mehr. Alles komplexe Systematiken, um die sich der Entwickler eines Spiels jetzt nicht mehr kümmern braucht, wenn er eine bereits existierende Engine eines Drittherstellers verwendet. Spiele-Engines erleichtern die Entwicklung eines Spiels also ungemein, da sie Spielentwicklern Werkzeuge wie zum Beispiel einen Editor zur Verfügung stellen, die die Entwicklungszeit verkürzen. Es sind, man könnte auch sagen, normierte, wiederverwendbare Bausteinkästen, mit denen Entwickler das Gerüst eines Spiels aufbauen können. Dazu müssen Engines aber auch ebenso normierte Anwendungsschnittstellen unterstützen, wie zum Beispiel DirectX oder OpenGL, sowie kommerzielle und Open-Source-Bibliotheken verwenden, die Physik, Szenengrafiken und GUI-Bibliotheken enthalten. Da die Entwicklung einer Spielengine teuer ist, versuchen die Hersteller solcher Engines, diese zu lizenzieren und somit die Entwicklungskosten wieder auszugleichen oder auch Gewinne damit zu erzielen. Gerade in jüngster Vergangenheit ging ein riesiger Aufschrei durch die Community und die Nutzer der Unity Engine, da die ehemals kostenlos zur Verfügung gestellte Engine nun bezahlt werden sollte pro Endbenutzerinstallation. Auf die Details dazu werden wir aber im Rahmen dieses Videos nicht eingehen. Die Entwickler solcher Engines sind also manchmal auch aus finanziellen Gründen gezwungen, ihre Veröffentlichungspolitik zu überdenken, um die Engine weiter am Leben halten zu können. Insgesamt also keine leichte Aufgabe. Und wenn man nicht gerade ein sehr großes Studio mit großem finanziellen Polster ist, macht die Entwicklung einer eigenen Engine im Regelfall keinen Sinn. Manchmal aber, wenn das Spiel so anders ist, dass keine der vorhandenen Engines den benötigten Funktionsumfang abdeckt, dann kann es alternativlos werden, den steinigen und teuren Weg der Entwicklung einer eigenen Engine zu gehen. Genau das wollte Cloud Imperium Games vermeiden und mussten am Ende doch zumindest eine Bestandsengine so stark verändern und erweitern, da ihr Spiel so einzigartige Anforderungen stellt,
dass sie nun am Ende doch über ihre eigene, individuelle Engine verfügen. Aber gucken wir erst einmal auf den Anfang der Entwicklung von Star Citizen und auch Squadron 42. Chris Roberts hatte sich anfangs für den Einsatz der Cry-Engine entschieden. Das machte zum damaligen Zeitpunkt Sinn, war es doch die Top-Engine, welche damalige PC-Systeme bis an deren technische Grenzen auszunutzen vermochte. Viele bis dato noch gängigen PC-Konfigurationen waren plötzlich veraltet, da sie nicht oder nur ungenügend in der Lage waren, das Spiel Crysis flüssig spielbar zum Laufen zu kriegen. Kauften sich Gamer daraufhin einen neuen PC, stellten sie daher häufig die dann zum Meme avancierte Frage: Can it run Crysis? Läuft Crysis darauf? Es war quasi der Beweis für die schiere Leistung, die Crysis im Jahr 2007 benötigte, um flüssig spielbar zu sein. Die Cry-Engine des Herstellers Crytek hatte also den Ruf, bei fotorealistischer Grafik und First-Person-Shootern die unangefochtene Nummer 1 zu sein. Sie war kostenlos verfügbar und für diverse Plattformen einsetzbar, neben dem PC unter anderem auch für PlayStation 4, Xbox One, Oculus Rift und weitere, und sogar seit der Version 3.6 für Linux. Mit ihr wurden bekannte Spiele wie das namensgebende Crysis entwickelt, Far Cry und Ghost Warrior 2. Neben den Leistungsvorzügen bot sie außerdem ihren Nutzern Zugang zum Quellcode und viele Studios nutzten diesen Zugang, um die Engine an ihre Bedürfnisse anzupassen. So auch CIG, die Engine komplett erweiterten und umschrieben. Wer sich für den detaillierten Hintergrund dazu interessiert, die komplette Entwicklungshistorie habe ich dazu in einem Video erklärt, das zwar schon etwas älter ist, aber gerade in Bezug auf die Anfänge der Entstehung von CIG und der Entwicklung und seiner Hürden von Star Citizen interessante Informationen bietet. Den Link dazu binde ich euch hier rechts oben ein. Jetzt hat Amazon aufgrund diverser, auch wirtschaftlicher Verwicklungen der Firma Crytek im Jahre 2016 die Cry-Engine für 70 Millionen Dollar lizenziert und auf ihrer Basis die Lumberyard-Engine entwickelt. Die Lumberyard-Engine ist eine plattformübergreifende Engine, die von Amazon auf Basis der Cry-Engine entwickelt wurde. Der wichtigste und offensichtlichste Unterschied zwischen den beiden ist, dass Lumberyard die Amazon Web Services integriert, die es Entwicklern ermöglicht, ihre Spiele auf den Servern von Amazon Web Services zu entwickeln. Außerdem unterstützt es die Livestreaming-Plattform Twitch, die ebenfalls durch Amazon gekauft wurde. So konnten Entwickler nun Twitch-Funktionen einbinden und Mod-Unterstützung direkt von ihrem Editor aus aktivieren, mit Twitch Chatplay und Twitch Join-In arbeiten. Und es wurde, wie bei der Cry-Engine zuvor auch, den Entwicklern der Quellcode zur Verfügung gestellt. Amazon Web Services, kurz AWS, schränkte lediglich ein, auf Basis des Quellcodes eigene Engines zu entwickeln und Lumberyard-Materialien in Quellcode-Form zu verbreiten. Doch obwohl Amazon nicht wenig Geld für die Lizenzierung der Cry-Engine aufbrachte, ging das Unternehmen nur 2 Jahre später bereits den nächsten Schritt. Zwar war die Lumberyard kostenfrei und auch im Quellcode verfügbar, aber es blieb dennoch proprietäre Software, die durch Pflege und Weiterentwicklung Kosten verursachte. AWS beschloss daher, der Open3D Foundation, zu der auch die Branchenschwergewichte Red Hat und Adobe gehören, die Lumberyard Engine als Basis für die neue Open3D Engine zu spendieren. Wie der Name vermuten lässt, entwickelt das Konsortium die Gaming Engine O3DE, Open3D Engine, als Open Source Projekt. Damit führt AWS seine Erfahrungen weiter, die es bereits mit der Lumberyard Engine gesammelt hat. Anstatt aber einer proprietären Software verwendet O3DE nun die Apache 2 Lizenz, was eine vollständig freie Verfügbarkeit und Nutzung bedeutet. Als bekannt wurde, dass Amazon die Lumberyard Engine aufgibt und anstattdessen auf die O3DE setzt, kam zunächst Sorge in der Star Citizen Community auf. Was würde das Abspringen von Amazon für die Engine-Entwicklung bedeuten? Ob das die Entwicklung von Star Citizen existenziell bedrohen würde? Das war nicht der Fall. Denn die ehemalige Lumberyard Engine, an der CIG arbeitete und sie sich für die Entwicklung von Star Citizen zunutze machte, gab es in ihrer originären Form eigentlich nicht mehr.
In natürlich Abstimmung mit AWS hatte CIG diese Engine so grundsätzlich in vielen Aspekten und Funktionen umgeschrieben, verändert und erweitert, dass die Entwickler selbst nicht mehr von der Lumberyard Engine sprachen. Anstattdessen nennt CIG ihre Engine für Star Citizen Star Engine. Der Kauf der CryEngine durch AWS kam CIG sehr gelegen. Wo die CryEngine technisch noch eher auf Singleplayer-Spiele ausgelegt war, wurde die dann Lumberyard genannte Engine durch Amazon Multiplattform- und Multiplayer-fähig gemacht, sowie um Cloud-Computing-Funktionen erweitert, um auf der weltweiten Amazon Web Services Cloud-Server-Architektur zum Einsatz zu kommen. Perfekt für das Vorhaben von CIG. Wie ihr dem zuvor erwähnten Historienvideo von mir entnehmen könnt, profitierte CIG von den wirtschaftlichen Untiefen, in die sich Crytek zwischenzeitlich hineinmanövriert hatte. Viele Crytek-Entwickler sahen sich anderweitig am Markt um und ein nicht unerheblicher Teil von ihnen wurde von CIG eingestellt. Ein Glücksfall, denn nun hatte Cloud Imperium das notwendige Know-how an Bord, um die umfangreichen Änderungen an der Lumberyard Engine, ehemalig CryEngine, vorzunehmen. Jetzt werdet ihr euch sicherlich fragen, welche signifikanten Änderungen CIG denn an der Lumberyard Engine vorgenommen hat, dass sie sich herausnehmen, dem Kind sogar einen anderen Namen zu geben? Auf diese Frage hat Clive Johnson am 11. Juni 2020 geantwortet, wie folgt, ich zitiere: Ich habe keine Ahnung, wie die vollständige Liste aussehen würde, aber hier sind einige der Dinge, die wir geändert, ersetzt, hinzugefügt haben, die mir ad hoc einfallen, in loser Reihenfolge. Konvertierung von Koordinatensystemen mit 64-Bit-Präzision, 64-Bit-Entity-ID-Konvertierung, Physics-Grids, physikalische Raster, Zonen-Culling-System, Überarbeitung der Spielregeln und des Spielmodus, Speichermanager, Batchworker, Background-Workers, Fiber-Unterstützung, Build-System, Crash-Handler, Entitätskomponenten, Update-Scheduler, Entitätshierarchie, Entitätsaggregate, Object-Container, Spawn-Chargen, serialisierte Variablen, Remote-Methoden, serialisierte Metadaten, serialisierte Snapshots, Richtlinien für die Lebensdauer von Entitäten, asynchrones Erzeugen von Entitäten, asynchrones Entfernen von Entitäten, Bind-Culling, Client-Object-Container-Streaming, Server-Object-Container-Streaming, Persistenz, Elementsystem, Fahrzeugsystem, Actor-System, Network-Message-Queue, Data-Core, Sprachunterstützung, Waffensystem, Transitsystem, IFCS, ATC, Einsatzsystem, KI, Subsumption, GPU-Partikel, Bewegungsunschärfe, Deferred Renderer, Beleuchtung, Schatten-Rendering, Volumetrisches Rendering, Planet-Tag, Wettereffekte, Clock-Synchronization, Telemetrie, Audio-Engine, Render-to-Texture, Flüssigkeitssimulation, Simulation von Stoffen, Wasser-Ozean-Rendering, Voice-over-IP, Face-over-IP, DNA-Charakteranpassung, Lua-Entfernung, Megamaps, Client-Crash-Recovery, UI-Building-Blocks, Signed-Distance-Fields, Kamerasystem, Animationssystem, Vereinheitlichung von First- und Third-Person-Perspektive, Verschlüsselung, Dateisystem, Delta-Patcher, Sternenkarte, Quantenreisen, mehr Shader, als man eigentlich sinnvoll handhaben kann, Debug-Server-Renderer, Attachment-System, parallele Netzwerkverarbeitung, Headless-Clients, Network-Entity-Replication, Atmosphären-Rendering, Nahkampf, Deckungssystem, Interaktionssystem, Raumsystem, Actor-Status, Streuung, Berechtigungssystem, Matchmaking, Lag-Ausgleich. Es gibt noch viele, viele mehr, schreibt Clive Johnson weiter. Ganz zu schweigen von all den Tools, Skripten, Backend-Services und Web-Services, die benötigt werden, um Inhalte zu erstellen und zu bearbeiten, die ausführbaren Dateien und Asset-Dateien zu erstellen, die Server bereitzustellen, Clients herunterzuladen und das Spiel tatsächlich laufen zu lassen, schreibt er abschließend. Und wer von euch meine letzten Tech-Videos zum Server-Meshing und Persistent-Entity-Streaming geguckt hat, weiß, dass es noch eine ganze Menge mehr gibt. Plus die Geschichte mit Gen 12 und Vulkan, Main und Render Thread, der Sound Engine und so vieles mehr. Jetzt werdet ihr euch fragen, wenn CIG so derart viele Änderungen vorgenommen hat an der Lumberyard Engine, hätten sie dann nicht gleich eine eigene Engine schreiben können? Auch auf diese Frage hat Clive Johnson geantwortet wie folgt. Der Vorteil, mit einer bestehenden Engine zu beginnen, schreibt er, besteht darin, dass wir relativ schnell eine Basisfunktionalität zum Laufen bringen konnten, auf der wir dann aufbauen konnten. Eine Engine von Grund auf neu zu entwickeln, ist ein gewaltiges Unterfangen. Und die meiste Zeit hat man außer ein paar einfach aussehenden technischen Demos nur sehr wenig vorzuweisen. Ben Perry, Senior Graphics Programmer, hat das vor etwas längerer Zeit noch detaillierter erklärt. Ich zitiere:
Mit der Einschränkung, dass ich noch nie in einem Team gearbeitet habe, das eine Engine von Grund auf neu entwickelt hat, wäre es wahrscheinlich eine schreckliche Idee gewesen. Sicherlich, wenn man den jetzigen Umfang gewollt hätte, aber selbst wenn man ihn auf etwas viel Restriktiveres beschränkt hätte, sollte man bedenken, wie viel man noch nach Monaten oder Jahren der Arbeit gar nicht erst damit hätte anfangen können. Ein zufälliges Beispiel. Es wird viel darüber geredet, die Netzwerkserialisierung zu entkernen, um sie zu verbessern. Aber von Grund auf neu zu arbeiten würde bedeuten, dass es überhaupt kein Netzwerk gäbe, bis diese Art von Arbeit erledigt wäre. Schlimmer noch, man müsste wahrscheinlich erst eine grobe Version davon erstellen, damit die Leute auf den Systemen, die mit dem Netzwerk kommunizieren müssen, arbeiten können. Außerdem gäbe es keinen Editor, kein Whiteboxing für die Designer, keine Möglichkeit für die Artists zu sehen, wie ihre Arbeit im Spiel aussehen würde und auch keine wirklich ehrlichen Schätzungen der Leistung. Jetzt werdet ihr sagen, ja, okay, erstaunlich, was CRG alles aus der Lumberyard bzw. aus der CryEngine herausgeholt hat, aber die basteln da schon so lange dran. Wenn Star Citizen in ein paar Jahren veröffentlicht wird, dann ist die ganze Engine doch schon wieder dreimal überholt und technisch obsolet und grafisch veraltet. Diese Aussage hört man aller Orten und immer wieder. Es mag zutreffen, dass Game Engines aus den 80er Jahren, die auf Sidescroller ausgelegt waren, heute veraltet sind. Aber nehmt die ID Engine. Die lebt heute immer noch und ist ständig weiterentwickelt worden. Oder die Unreal Engine, auf der auch World of Warcraft basiert. WoW nutzt übrigens tatsächlich immer noch Teile der Grafik-Engine aus Warcraft 3 aus dem Jahre 2002. Um euch zu erklären, warum eine Engine nur sehr langsam veraltet und vielmehr über Jahre stetig weiterentwickelt wird, bedarf es etwas einer umfassenderen Erklärung der Grundlagen. Eurem PC, egal wie topmodern oder leistungsfähig er ist, ist es egal, welche Spiele auf Basis welcher Engine ihr auf ihm zum Laufen bringt. Ihr startet ein Spiel, die Daten werden in den Speicher geladen und an die betreffenden Systemkomponenten gesendet, die dann zurückmelden, okay, ich weiß, welche Informationen sich wo befinden und werde damit etwas Nützliches anstellen. Einige der Daten werden aufbereitet und berechnet und anschließend an den Renderer geleitet, der dann weiß, was im nächsten Frame auf dem Bildschirm angezeigt werden muss. Die Engine kümmert das alles nicht. Die Engine braucht es nicht zu interessieren, ob die Klinge in der Hand des Spielers eine Machete, ein Entermesser oder ein Katana ist. Das muss der Renderer wissen. Die Physik-Engine muss wissen, wie sich die Klinge bewegen lässt oder was damit getroffen wird, aus welchem Winkel, in welcher Geschwindigkeit und so weiter. Alles, was die Engine weiß, ist, es gibt ein Objekt mit einem Skelett oder einer Grundstruktur, das in diesem Frame Bones an den Positionen X, Y und Z hat und im nächsten Frame werden diese Bones an den Positionen A, B und C sein. Sprich, der Moment, wenn ihr mit der Klinge zugestochen, gestoßen oder geschlagen habt. Aber der größte Teil der Spielberechnungen passiert nicht in der Kernengine. Der größte Teil der Berechnungen findet statt im Gameplay-System, im Animationssystem, im Effektsystem, im Soundsystem, im Beleuchtungssystem, im Physiksystem, final im Rendering-System etc. pp. Wobei, Achtung, jedes dieser zuvor genannten Systeme auch für sich wieder eine Engine sein kann. Aber wie auch immer, kurz zusammengefasst, alle Daten, die das Spiel in und mit diesen Systemen nutzt, sind außerhalb der Game Engine definiert. Die Game Engine selbst muss nur wissen, was zu tun ist, wenn die Daten ihr sagen, dass sie etwas tun soll. Und wisst ihr auch, was das bedeutet? Es bedeutet, dass die Grafiker, die Gameplay-Programmierer, die Tool-Entwickler, die Sounddesigner und all die vielen Kolleginnen und Kollegen sich ganz viel untereinander abstimmen und miteinander arbeiten können, um ihr Spiel zu entwickeln. Engine-Programmierer hingegen sprechen nur mit Programmierern. Deshalb wirken auch die Engine-Abschnitte in den Monatsreports immer etwas technisch. So, was bedeutet das aber alles hinsichtlich des Themas der alternden Engine? Das bedeutet, dass die Grafikqualität und das, was wir möglicherweise in 5 Jahren als veraltet betrachten,
nichts mit der Engine zu tun hat. Die Engine wirkt sich allerdings auf die Wiedergabetreue der Kreationen der Grafiker aus. Wenn die Texturen nicht richtig angezeigt werden, die Bones von NPCs oder Aliens nicht an der richtigen Stelle sitzen oder die Framerate in den Keller sinkt, dann ist das mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Problem der Engine. Das oberste Ziel der Engine-Programmierer ist es deshalb, es den Grafikern und Animators so einfach wie möglich zu machen, ihre Daten ins Spiel zu bringen, damit ihre grafischen Kreationen so fehlerfrei und performant wie möglich auf dem Bildschirm der Spieler angezeigt werden. Und dafür ist es unter Umständen notwendig, Teile der Engine auszutauschen oder durch moderne Komponenten zu ersetzen. Das nennt sich dann Weiterentwicklung. PCs und Konsolen werden moderner. Und um ihre Ressourcen besser und effizienter zu nutzen, werden neue Apps entwickelt, zum Beispiel DLSS. Damit die Game Engine wiederum versteht, wie sie damit umzugehen hat, werden neue Komponenten hinzugefügt oder ausgetauscht. Wir bleiben bei der Analogie mit dem Motor. Man kann verschiedene Komponenten austauschen, um ihn leistungsfähiger zu machen. Dasselbe kann man mit einer Engine machen. Deshalb sind manche Engines viele Jahre oder gar Jahrzehnte alt. Jetzt folgt noch ein klitzekleines Aber. Wenn der Engineer nun aber beginnt, mehr und mehr nicht durch eine austauschbare Komponente realisieren zu lassen, sondern jedes Einzelteil seines Motors selbst eingebaut hat, dann gibt es niemanden, an den er sich mit seinem Konstrukt wenden kann, außer an sich selber. Mit anderen Worten, wenn CRG einen Teil ihrer Kosten durch Lizenzverkäufe ihrer Engine wieder reinholen will, müssen die Entwickler dafür sorgen, dass alles nachvollziehbar erstellt, strukturiert und dokumentiert ist. In der Konsequenz dessen darf die Engine nicht wild in jede Richtung erweitert und modernisiert werden, sondern sollte nur um das Nötigste aufgewertet werden. Hier stellt sich also die Frage, ob man überhaupt mit jeder technischen Innovation am Markt Schritt halten kann oder möchte. Und dieser Balanceakt kann dann doch irgendwann zu einem Punkt führen, dass eine Weiterentwicklung keinen wirtschaftlichen wie technischen Sinn mehr macht. Beispiel: Singleplayer versus Multiplayer. Eine Engine, die für die Arbeit mit Einzelspielerspielen ausgerichtet ist, kann im Regelfall nicht einfach mal so für Multiplayer-Szenarien genutzt werden. Hatte die Engine also bisher das komplette Konzept darauf ausgerichtet, sich nur auf einen Spieler zu konzentrieren und die Kamera und Animationen und Physik und alles nur auf einen Fokuspunkt ausgerichtet war, dann ist es nur schwer möglich, dieser Engine jetzt beizubringen, dass sie das alles jetzt für ganz, ganz viele Spieler machen soll. Das führt zu Fehlern mit dem Kamerasystem, mit den Animationen, dem Soundsystem und ja, vielem mehr, alles was beteiligt ist. Der Wechsel einer Singleplayer-Engine auf Multiplayer ist also eine der wenigen Szenarien, um höchstwahrscheinlich eine komplett neue Engine entwickeln zu müssen. Ansonsten wird die Engine weiterentwickelt, wie oben beschrieben, und sie altert dementsprechend auch nicht wirklich. Und Grafikassets, die können ausgetauscht und aktualisiert werden, wenn es denn notwendig ist. Im Falle von Star Citizen sind sie vielleicht nicht mehr so top modern, aber es zählen unter dem Strich nicht nur die Grafikassets, sondern auch die Gesamtkomposition, das Ambiente, was CRG hervorragend versteht, in Szene zu setzen. Und ihr MMORPG Star Citizen ist so stark optimiert, dass es, wenn man die Netcode-Probleme außen vor lässt, sogar noch auf betagteren PCs fantastisch aussieht. Zusammenfassend ist also festzustellen, aus den zuvor genannten Gründen ist anzunehmen, dass weder die Grafik und vor allem nicht die Engine veraltet sein werden zum Beta- oder Live-Release von Star Citizen. Sie wird mit der Entwicklung weiter wachsen und voraussichtlich auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung auf dem aktuellen Stand der Technik sein. Wir verstehen also, eine Engine ist nicht nur eine Komponente mit ganz vielen weiteren Komponenten. Es ist vielmehr ein Fundament, auf dem ein Spiel aufgebaut wird. Oder anders formuliert, ein Spiel wird um seine Engine drumherum gebaut. Für CRG war es insofern ein Glücksfall, dass Amazon sie einige Jahre, direkt oder indirekt, unterstützt hat bei der weiteren Entwicklung der CryEngine, die AWS nach der Lizenzierung Lumberyard nannte. Aber angesichts der umfangreichen Änderungen, war es nun also richtig oder falsch von Chris Roberts, ausgerechnet auf die CryEngine zu setzen, die doch so gar nicht für das Vorhaben von ihm geeignet war?
Aus heutiger Sicht mag es widersinnig erscheinen, denn alleine die nur 32-Bit-Präzisionsberechnung der CryEngine reicht bei weitem nicht aus, um Level dieser gewaltigen Dimension von Star Citizen präzise berechnen zu können. Damals aber, vor über 10 Jahren, schien die Entscheidung logisch. Chris Roberts dachte zu der Zeit nämlich noch an ein klassisch instanziertes System und die CryEngine war das optisch beste System am Markt. Hinterher ist man immer schlauer und wer weiß, vielleicht wäre es im Nachhinein betrachtet tatsächlich besser gewesen, eine komplett eigene Engine zu schreiben? Doch die Antwort lautet wiederum nein, denn es hätte alles, alles von Grund auf erstellt werden müssen. Es hätte keine Version 2 von Star Citizen im Jahr 2015 gegeben und vermutlich wären wir heute erst an einem Punkt für den ersten Schritt in Richtung der Version 3 und es gäbe keine Garantie, dass diese neue Engine performanter oder stabiler oder irgendwie besser wäre. Denn das Projekt Star Citizen ist mit der Zeit und den technischen Durchbrüchen erst zu dem geworden, wie wir es heute kennen. Und CRG war stets bestrebt, die Grenzen der jeweils aktuellen Technologie auszureizen und zu durchbrechen. Und darauf, auf die Entwicklung ihres Spiels und das Austesten der Grenzen, darauf konnten sie sich konzentrieren, weil sie auf etwas Bestehendem aufsetzen konnten und natürlich, weil die Community und das zugrunde liegende Finanzierungsmodell ihnen die Zeit dazu verschafft. Nur so konnten sie die CryEngine in den Jahren 2014 bis 2017 groß angelegt überarbeiten. Sehr viele Komponenten der Engine wurden angefasst und aktualisiert oder ersetzt, um so das Spieluniversum zu ermöglichen, wie wir es heute schon haben. In einer mit dem Stanton-System schon riesigen Dimension, in der Flugentfernungen mathematisch korrekt kalkuliert werden, Monde und Planeten übergangslos angeflogen und verlassen werden können, in der wir von unserem Raumschiff in den Weltraum schweben und durch verschachtelte Physikgitter in unserem Raumschiff stehen, mit Fracht im Laderaum, angedocktem Raumschiff und geparktem Fahrzeug im Hangar, während wir im Quantum Speed durch das Universum jagen. Das sind alles hochkomplexe Berechnungen und Zusammenhänge, von denen Bethesda trotz 7-jähriger Entwicklungszeit bei Starfield die Finger gelassen hat und sie wussten warum. Und genau solche Details zeigen noch einmal mehr auf, wie extrem ambitioniert und innovativ CRG technisch vorgeht und warum das alles etwas länger dauert. Denn wenn man versucht, Grenzen zu überschreiten, dann muss man auch mit Rückschlägen rechnen. Diese Rückschläge haben sie jüngst im Postmortem-Bericht zu Alpha 3.18, 3.19 dargelegt. Wer mehr dazu erfahren möchte und eine tiefgehende Betrachtung und Diskussion mitverfolgen möchte, dem empfehle ich, die Verse Night vom 12. September 2023 anzuschauen. Das gibt's immer noch auf YouTube und allen gängigen Podcast-Plattformen. Informationen und Links dazu findet ihr auf versenight.net. Mehr Informationen bekommt ihr außerdem noch bei drei Creatoren, die ich euch ans Herz legen möchte. Da wäre zum einen der PsychShot, bei dem ihr viel Gameplay, auch Piraten-Gameplay, kennenlernen dürft. Der geht auch durch die Newsletter durch. Seinen Streamingplan findet ihr wie gewohnt auf twitch.com/PsychShot. Dann haben wir den guten Fexi. Bei dem gibt es Q&A und Ship Talks, natürlich jede Menge Gameplay. Nicht nur für Star Citizen, er spielt auch andere Spiele. Auch hier guckt einfach in seinen Streamplan rein unter twitch.tv/Fexi. Und nicht zuletzt den guten Sitko. Bei dem gibt es vor allem die Verse News, kurz und knackig, meistens am Samstag. Der streamt in letzter Zeit auch viel, auch nicht über Twitch, sondern auf YouTube. Und bei der Gelegenheit möchte ich euch noch empfehlen, den über anderthalbstündigen Fanfilm, Machinima-Film von Rich Spencer. Da schaut auf jeden Fall mal rein. Er hat einen tollen Filmabschluss geschaffen, seines Dreiteilers. Wie eine Stunde, 36 Minuten geht das gute Stück. Viele, viele Community-Mitglieder haben dort mitgewirkt, auch als Sprecher. Sitko hat dort gesprochen, PsychShot hat dort gesprochen, auch ich habe meine Stimme dort geliehen und herausgekommen ist wirklich ein monumentales Stück Spielfilm.
auf jeden Fall wert, es mal anzuschauen, auch auf dem großen Monitor alles schön in qualitativ in 2K zu genießen. Damit bin ich am Ende meines Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt vielleicht einige neue Erkenntnisse gesammelt. Wenn euch das gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und über einen Kommentar für den Algorithmus. Und ja, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt, was bestimmt kommt, aber eben unregelmäßig. Die langjährigen Abonnenten wissen das schon, dass ich jetzt nur noch so dann und wann mal ein Video raushaue. Aber trotzdem freue ich mich über euer Abo, damit ihr dann informiert werdet, wenn ein neues Video von mir kommt. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der CitizenCon. Ich bin sehr gespannt auf die Panels und mal gucken, ob ich vielleicht das ein oder andere mir davon mal im Rahmen eines Deep Dives näher angucke. Das Engine-Thema finde ich auf jeden Fall sehr spannend. Allerdings kommt das nächste Video von mir frühestens im November. Dann haben wir noch die Verse Night im November, auf jeden Fall am zweiten Dienstag. Im Oktober findet keine Verse Night statt, aber auf jeden Fall im November wieder das aktuelle Datum dann auf www.versenight.net. Bedanken möchte ich mich bei allen Unterstützern auf tipi.com, die dieses Video finanziell unterstützen und ermöglichen. Vielen, vielen lieben Dank. Wenn auch ihr 1, 2, 3 Euro für die Kaffeekasse dalassen wollt, freue ich mich über eure Spende, Zuwendung. Dankeschön auf www.tipi.com/astrosam. Vielen Dank fürs Zuschauen. Eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Alles Gute sagt euer Astro. Tschüss.